Ja, hallo, herzlich willkommen zu AEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Und ganz herzlich willkommen, Günther Spanner. Günther, Hallo zusammen. Schön, dass du mal wieder Zeit hattest. Ich habe heute, oder wir haben uns heute zu einem Thema verabredet, ja, das uns im Prinzip alle bewegt. Es geht um, ich kann das ja mal zeigen, ich habe hier so ein paar Sachen aufgebaut, um Mikrocontroller. Das sind hier so ein paar Boards, da werden wir alles drüber reden. Die hat man nicht auf dem Schreibtisch stehen, sondern die begleiten uns im Prinzip täglich, ohne dass wir sie sehen. Oder so Leute wie wir, die damit rumbasteln. Genau, so ist es. Und wir haben ja inzwischen schon eine lange Geschichte. Und da wollten wir ja heute mal ein bisschen drauf schauen, wie es eigentlich dazu kam. Ja, weil die Anfänge waren ja wirklich die reinen Controller, also die kleinen schwarzen Käfer, die ja am Anfang noch wenige Beinchen hatten und dann immer mehr bekommen haben. Und ja, so richtig populär sind sie ja dann eigentlich erst geworden, so vor 10, 15 Jahren. Da kam also ein gewisser ATmega 8 in die Welt, von Atmel damals noch. Und ja, hat also schon die Bastlergemeinde ein bisschen erobert, bis zum gewissen Maße. Und vielleicht kann ich den auch mal von meiner Seite zeigen. Da haben wir nämlich hier so ein. Da ist nur wenn noch unscharf. Mädchen, genau. Und das waren also so die Anfänge der Mikrocontroller-Technik, ja, so wie ich sie auch noch kannte. Das ist also so ein AT-Tiny-Controller und da sieht man also eine klassische Anwendung, die blinkende Leuchtdiode, die hier auch wirklich mit nur einer einzigen 1,5 Volt Batterie betrieben wird. Also so hat die ganze Sache mal angefangen, aber damals war die Welt natürlich noch recht aufwendig. Weil man brauchte einen Compiler, man brauchte ein Programmiergerät und so weiter. Das heißt also, für den Hobbyanwender war das immer nicht ganz so einfach. Aber, und das wollen wir ja heute mal ein bisschen beleuchten, da hat eben der Arduino wirklich eine große Verbesserung, einen großen Durchbruch eigentlich gebracht. Ja, ich habe hier vor mir liegen jetzt mal ein Arduino Uno. Das heißt ja auch schon etwas längere Geschichte. Genau. Der hat im Prinzip ja denn die, ja, die Bastelstuben erobert. Genau. Gut, da kam, die anderen Sachen werden wir gleich darüber sprechen. Das Schöne dabei ist an sich bei dem Arduino, das ist ja auch ein Open-Source-Projekt, soviel ich weiß. Da gibt es auch die IDE, die zwar extrem langsam ist, aber es für mich recht, ja, sie sind Java geschrieben. Genau. Für mich recht, für mich, ich finde sie recht komfortabel. Das ist es eben, ja. Vor allem, sie war eben einfach zu bedienen. Hatte eben nur noch eine einzige Idee. Davor hatte man ja immer irgendwelche Compiler, ganze Toolchains, wie man das auch nennt, so Werkzeugkisten, Kästen und Ketten. Ja, und das war natürlich schon aufwendig. Also, ich kann mich erinnern, als die Controller so richtig Einzug gehalten haben, auch in der Firma, da waren die Leute Tage, Wochen beschäftigt, bis sie mal das erste Programm auf dem Controller hatten, ne, mit dem Arduino. Plötzlich konnten 12-Jährige innerhalb von einer Stunde ihr Blinkprogramm auf dem Controller laden. Also von daher war es natürlich schon ein Riesenvorteil. Einerseits, was wir gerade gesehen haben, die Hardware, ja, der Arduino, der klassische Uno, den man einfach nur einen USB-Port ansteckt und dann eine Oberfläche aufmacht und dann konnte man loslegen. Das war schon ein Riesenfortschritt gegenüber den klassischen Toolchains bei den Mikrocontrollern. Ja, und die Familie, die ist dann ja auch erweitert worden. Ich habe so ein paar Sachen da. Moment, wollen wir mal schauen. Die kommt später. Das hier ist zum Beispiel einer aus der Sorte, mit denen ich am liebsten kleine Projekte mache. Genau. Das ist der Arduino Nano. Es gibt dann auch noch andere Sachen. Oder dann kamen dann hinterher aus China, glaube ich, die Expressive, die ESPs. Das sind so ESPs. Muss man höher tun. So ESPs, die ich noch habe. Die haben den Vorteil, die haben Dual Core einer, der ESP32 hat einen Dual Core und die sind mit WLAN-Antennen ausgestattet und sowas. Da habe ich einige Projekte mitgemacht, die machen Spaß. Genau. Ja, da sieht man auch den riesen Entwicklungsschritt. Wie gesagt, der Arduino ist ja inzwischen weit über 12 Jahre alt
Und da war noch die AT-Mega-Controller drin, allein an der Taktrate kann man schon erkennen. Ne? Die wurden ja damals mit 8 oder mit 16, ja, das muss man wirklich klar sagen, Megahertz Ja. getaktet. Ne? Nicht Gigahertz oder sowas, ne? Das waren also Megahertz-Prozessoren. Und auch die Speicher wurden in Kilobyte gemessen. Ne? Also die hatten Kilobyte RAM, ja, mal 2, dann mal 8 und so weiter, je nach Ausbaustufe. Ja, und wenn man jetzt also anschaut, der Expressive, der ESP32, ja, der hat schon Megabyte, die er bedienen kann. Und natürlich auch die Taktrate spielt in einer ganz anderen Größenordnung. Da sprechen wir also jetzt von 240 Megahertz. Ne? Und da sieht man schon, 240 zu 16, da steckt schon eine ganz andere Power dahinter. Da kann man also schon wesentlich mehr machen als mit den AT-Mega. Und da zeigt sich also ganz deutlich die Entwicklung in den letzten Jahren, wie die doch vorangeschritten ist. Also was mich bei dem ESP32 ein bisschen stört, ist, dass er im Prinzip ganz viele Pins hat, aber die sind alle dreifach, doppelt und dreifach belegt. Deswegen habe ich teilweise Projekte oder zwei Projekte gemacht hier mit diesem sogenannten AT-Mega, weil der einfach, ich glaube, über 50 Anschlüsse hat, über die man, an die man irgendwas an. Der ist nicht sonderlich, nicht so sehr schnell, hat aber etwas Memory als der Uno oder als der Nano. Aber hat vor allen Dingen viel mehr Ports. Und das war mir wichtig in dem Falle. Für Genau, das Projekt das. denn da. Ja, da war er natürlich unschlagbar, der Arduino Mega. Ja, wahnsinnig viele I/O-Pins und jeder weiß, man bastelt mal los, ne, und man kommt mit einer Handvoll aus, aber die Projekte wachsen und plötzlich braucht man natürlich dann immer mehr Pins. Da gibt es natürlich Port-Expander, ne, die man anschließen kann über I²C-Bus und dann kriegt man zusätzliche Ports, aber das macht es natürlich immer kompliziert, so ein einfaches Projekt. Und da ist natürlich der AT Mega und beziehungsweise der Arduino Mega immer noch ungeschlagen, ja, mit seinen vielen I/O-Pins. Das heißt, wenn schon klar ist, dass man mal mehr als eine Handvoll I/O-Pins braucht, dann ist natürlich ein Arduino Mega immer noch das Mittel der Wahl. Ja, und wie gesagt, der ESP32, wunderschön. Ich liebe ihn, aber er hat eben alle, jeden Pin hat er doppelt und dreifach belegt. Richtig, klar. Und das macht das eben ein bisschen komplizierter. Dann habe ich hier noch einen, den kennst du sicher auch, mit dem hast du auch schon Projekte gemacht, das weiß ich. Das ist der Pico, der Raspberry Pi Pico. Genau. Der fällt an sich aus der Raspberry-Familie vollkommen raus, weil er an sich eher in diese Bastelfamilie reingehört, als in die, in die ursprüngliche Raspberry-Schiene. Denn der Raspberry, werden wir gleich nochmal drüber sprechen, der hat ja eine etwas andere Philosophie. Genau, das war natürlich das Problem. Wie gesagt, ganz am Anfang war die Bastelszene kompliziert. Wir hatten nur die Mikrocontroller, aufwendige Programmierung. Dann wurde sie kurzzeitig mit dem Aufkommen vom Arduino sehr einfach. Ja, es gab eigentlich den Arduino Uno oder seine Vorgängerversionen, die nicht so bekannt sind, der Dui Mille Nome oder wie die alle hießen. Ne, diese ersten Arduino-Versionen, die zum Teil noch serielle Schnittstellen hatten, aber der Uno hat dann ganz groß eingeschlagen. Und dann war die Bastelwelt sehr einfach. Es gab den Uno, es gab die Arduino IDE. Und alle waren glücklich und jeder, der basteln wollte, der hat also den Arduino sich besorgt. Ja? Also erst das Original aus Italien und dann kamen natürlich auch die Klone aus aller Welt, vor allem natürlich aus China. Und man wusste immer genau, wenn man ein Projekt machen wollte, ja, man nimmt ein Arduino. Man konnte immer sämtliche Sensoren anschließen und Displays, alles Mögliche. Und dann wurde die Welt aber wieder etwas komplizierter, denn dann kam dieser wunderbare Raspberry dazu. Ja? Da kam Ja, ja nur einige Jahre später, ne? Und schon war die Verwirrung wieder etwas größer. da habe ich auch hier zwei liegen. Das ist also hier, was ich habe. Deswegen steht eine 1 darauf. Das ist der Raspberry 1, der erste, der rauskam. Ja, der hat so ein Unix-Derivat drauf. Das ist nämlich der große Unterschied zu den Arduinos. Der hat ein Unix-Derivat drauf. Das ist hier, glaube ich, ein Dreier oder sowas. Mit dem konnte man schon was anfangen. Den Vierer, der ist mittlerweile so leistungsfähig, dass man ihn auch als Bürocomputer einsetzen könnte. Der Unterschied zwischen den Raspberries und den Arduinos ist, dass sie ein eigenes Betriebssystem haben. Die haben Unix an Bord.
Genau so ist es. Ne? Also nicht Unix, die haben Linux an Bord, Entschuldigung. Gut, ist im Prinzip nur der Nachfolger, ne? Wenn man ein Auge zudrückt. Genau, es hat die Welt natürlich kompliziert gemacht und ich habe mir mal sagen lassen, also es war eine Zeit lang eine der häufigsten Suchanfragen bei Google, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Arduino und Raspberry Pi, ne, als das Ding hochkam und was nutze ich für wen? Ne? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach, ein Arduino, es war ein Mikrocontroller, während ein Raspberry Pi eigentlich ein kompletter kleiner Rechner ist oder genau gesagt ein Motherboard. Und wie du schon sagst, mit Betriebssystem und allem drauf. Und das war natürlich der Unterschied. Die Gemeinsamkeit, und das hat natürlich viele verwirrt, ja, war die PIN-Leiste beim Raspberry. Denn damit war der Raspberry eben kein gewöhnlicher Rechner mehr, so wie man ihn kannte, als Laptop oder auch als PC auf dem Tisch, sondern man konnte eben auch hier Sensoren, Leuchtdioden, alles Mögliche anschließen und dann eben wirklich wieder Elektronik basteln. Das war sozusagen der große Fortschritt am Raspberry Pi und seiner Philosophie. Also das Programmieren auf höherer Ebene, und da kam natürlich auch das Python ins Spiel, ja, eben das Programmieren auf höherer Ebene mit dem elementaren, in Anführungszeichen, elementaren Elektronikbasteln wie Leuchtdioden, Thermosensoren und so weiter verbunden hat. Das war eben der große Vorteil. Das konnte der Arduino noch nicht, ja, er war ein reiner Controller. Der Raspberry Pi war jetzt ein kompletter Rechner, mit dem man auch eben Elektronik steuern konnte und das musste sich sozusagen in den Köpfen der Anwender erstmal durchsetzen. Was ist eigentlich der Unterschied? Aber ich glaube, wenn man das bedenkt, das eine ein reiner Controller, ein reiner Steuerungseinheit und das andere ein kompletter Rechner, dann wird es eigentlich relativ klar, wo die Stärken und die Schwächen des jeweiligen Boards liegen. Ja, ich setze auch den Raspberry Pi, habe ich früher mal zum Basteln eingesetzt, aber dann war ich mittlerweile so weit und hatte dann einen Raspberry Pi für das eigentliche Programm und einen Arduino für die I/O-Steuerung, weil das einfach auch ja, das ist auch keine schlechte Lösung. Ja, aber mit den ESPs und sowas kann man das mittlerweile alles direkt auf dem Arduino machen. Wenn man eine grafische Benutzeroberfläche braucht, dann ist man natürlich beim Raspberry Pi besser bedient, weil der wegen Linux schon alles mitbringen. Außerdem gibt es auch recht guten Support dafür. Genau. Die ganzen Controller, ich zeige sie nochmal alle. Da meine ein paar, ich habe noch ein paar rumliegen, die sind noch Exoten. Die haben ja ganz verschiedene Philosophien, verschiedene Chips, verschiedene Pin-Belegungen und alles, haben trotzdem aber alle eines gemeinsam. Die haben alle die RISC-Prozessoren, die auf der ARM-Architektur beruht, eingebaut und werden damit getrieben. Und ja, das ist wahrscheinlich heute diese Architektur ist wahrscheinlich die meistverbreitete Architektur für irgendwelche Computer, weil auf der gleichen Architektur basieren die meisten Smartphones, die meisten Tablets. Die Apple-Chips, M1 und M2-Chips, basieren auf der ARM-Architektur. ARM ist ja, brauche ich dir nichts zu sagen, ist an sich nur eine Entwicklerfirma, die bauen keine eigenen Chips, sondern die entwerfen die, wie heißt das, die Wafer oder die Architektur entwerfen die und lassen dann von so kleinen Firmen wie Broadcom oder TSMC, die nehmen sich dann diese Designs. Broadcom, ja. Ja, die nehmen sich dann die Designs und bauen dann eben die eigentlichen Prozessoren daraus, die dann wieder eben von den Anbietern genommen werden und dann auf die Platinen gelötet werden. Das heißt, wir haben also damit eine, im Gegensatz zu der Intel-Architektur, die ja eine recht komplexe Prozessorsprache hat, haben wir hier an sich eine recht einfache Prozessorsprache, die universell verbreitet ist und ja, das ist auch das Gemeinsame in der Familie hier, dass die gleiche Architektur haben, dass man mit dem gleichen, ja, fast dem gleichen Compiler da rangehen kann. Genau.
Richtig, ja. Und früher war das ja noch von viel größerer Bedeutung. Ja, wir haben ja ein bisschen mit der Geschichte angefangen und mit den Archimegas. Und ich kann mich erinnern, da gab es ja immer auch noch so Spezialisten, die haben eben in Assembler programmiert. Und da war es natürlich ganz entscheidend, ja, dass man immer die gleiche Architektur hat. Aber das, und natürlich gibt es immer noch Spezialisten, die das machen, ja, die das Letzte rausholen müssen aus den Chips, ja, und sind ja zum Teil auch sicherheitsrelevante Dinge, die man in Assembler machen muss, weil man einfach keinen Compiler dazwischen haben will. Sag ich mal, wenn man natürlich in C programmiert oder erst recht in Python, da spielt natürlich die Rechnerarchitektur gar keine so große Rolle mehr. Aber man hat natürlich den Vorteil, wenn man wieder runterklettert und wirklich dann auf Port-Ebene oder auf IO-Ebene etwas machen will, dann erkennt man natürlich seine alte ARM-Architektur wieder und ist froh, dass man damit früher sich schon mal ein bisschen damit befasst hat. Und diese ARM-Architektur setzt sich ja immer weiter durch. Es gibt ja auch Überlegungen, auch PCs darauf zu laden. Es gibt Server mittlerweile auf der ARM-Architektur. Und eben, was wir besonders mögen, unsere kleinen Microcontroller, mit denen man wunderschöne Projekte machen kann. Du hast ja auch schon mal die einen oder anderen zig Projekte damit gemacht. Jawohl. Ich auch schon. Mit allen möglichen Dingern. Das macht einfach Spaß, wenn man, Auf jeden gut, Fall. man muss eben drin sein, ein bisschen im Thema, ein bisschen damit befassen. Und dann geht das, wenn man einmal will, relativ problemlos. Jawohl. Günther, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit hattest. Schöne Jawohl. Erklärung für unsere Familie hier, Microcontroller-Familie, der wir treu bleiben werden und mit Auf denen wir jeden immer Fall, weiter was. erstmal. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Es hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht, unser Microcontroller-Ausblick. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf hensschmitz.org.